Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Ja, es geht weiter. Wir sind raus aus dem Schneechaos. Die Piste ist fertig präpariert worden. Das Skigebiet konnte seinen ganz normalen Winterbetrieb machen. Ich bin sehr froh, dass das alles geklappt hat. Es war auch ein Wahnsinn, aber es haben alle zusammengearbeitet. Es hat alles gut funktioniert. Ich konnte mal Pistenrobbe fahren und konnte auch mal im Skigebiet schieben, was mich sehr, sehr gefreut hat. Ihr könnt gerne auf den True Farming Side Stories Kanal vorbeischauen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich habe jetzt einen Termin mit dem Herrn Huber. Der ist nämlich aus dem Urlaub zurück, der Chef vom Bauhof. Ich glaube, wir haben heute eine ziemlich große Abrechnung zu machen. Ach, da ist er ja schon. Wir haben heute eine ziemlich große Abrechnung zu machen. Heute geht es nämlich zu dem Hof vom Herrn Rotwild. Und da heißt es reinhasseln. Da wird es teuer heute, glaube ich. Hallo, Herr Huber. Hallo, Oswin. Ich grüße Sie. Mensch, hi. Sind Sie gut aus dem Urlaub wieder zurückgekommen? Ja, ich bin ganz verwundert. Ich komme aus dem Urlaub, habe ein neues Auto. Das hat, glaube ich, der Herr, wie hieß er? Der Herr. Der Joris. Der Joris, ja, genau. Der Joris hatte das, wo die sind wohl noch angetroffen in Waldstätten und der Joris hatte ein neues Auto bestellt. Kommen Sie mal mit, Herr Huber, ja, gucken Sie mal, bei mir hat sich auch was getan. Ja, ich sehe schon. Haben Sie das schon gesehen, die neue Halle? Also naja. Nee, gerade erst jetzt. Sag mal nicht neue Halle, sag mal alte Halle. Ja, aber es passt doch alles rein. Ja, gucken Sie mal, was ich hier mittlerweile alles habe. Schön Fuhrpark, also kann man ja mal beim Bauhof aushelfen, den Fahrzeugen, ne? Na, das muss ich sagen, der Fendt hier ist ein Vorführer. Also das ist ein reiner Vorführer, da darf ich meine Felder einmal kalken damit. Den habe ich vom Fahrzeughändler einmal bekommen und ja, den will ich mal testen, mal gucken, ob das vielleicht was ist für den Hof. Ansonsten habe ich hier bei den Kubota-Tagen den M7, den neuen Kubota M7 erworben. Ja, der ist doch schick, der passt doch. Finde ich auch, also ein sehr, sehr schöner Traktor. Ich glaube, der wird gut zu mir passen hier. Ja. Genau, und das Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Das Schätzchen hier kennen Sie ja bestimmt schon, oder? Ich habe schon rumfahren, Sie haben davon schon gehört, ja. Ja, den habe ich komplett warten lassen. Ich bin mal gespannt. Der wird jetzt ja irgendwann mal seinen ersten Feldeinsatz bekommen. Hey, für den Anfang reicht das. Auf jeden Fall. Ach ja. Herr Huber. Ja. Wir haben heute Großes vor, habe ich gehört. Habe ich auch gehört, ja. Wir müssen mal abrechnen. Ich habe gehört, heute werden Taschen geleert. Ja. Haben Sie denn schon gesehen beim Herrn Rotwild, was dort entstanden ist? Ich bin dran vorbeigefahren, mal kurz, ja. Okay. Die Abnahme muss ich schon mal genau gucken. Ich kann Ihnen sagen, ich hoffe, Sie sind zufrieden mit mir. Ich habe nämlich in mühevoller Kleinstarbeit habe ich nämlich den Hof da gebaut. Ja, da geht die Provision von ab, ne? Von was? Das 50 gemacht, dass alles gut aussieht, 50 gemacht ist, ne? Das hoffe ich doch. So, ja. Na pass auf, Herr Huber, Sie nehmen mich ja bestimmt mit, oder? Natürlich. Willst du nicht fahren? Soll ich fahren? Ja, klar, komm. Naja, dann fahre ich. Dann sind Sie mein Beifahrer. So. Ja. Oi, oi, oi. Schön Passat fahren. Ist kein schlechtes Auto, muss ich ehrlich sagen. Ja. Oder? Was meinen Sie? Der ist schick. Ich denke auch. Also das ist ein schickes Fahrzeug. Der hat ordentlich Power. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. So, na gut, dann fahren wir einmal hin. Ansonsten, haben Sie schon gehört, ganz neuen Bauvorhaben, was hier in Waldstätten noch alles läuft. Sehr der Wahnsinn, ne? Ja, also wir kommen da ab ganz schön daher. Also beim Herrn Lauringer ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ja, da hab ich was abgerissen, ne? Habe ich gehört. Da wurde abgerissen, da wurde auch schon planiert und aufgefüllt und so weiter und so fort. Da soll ja jetzt auch noch der neue Hof entstehen beim Herrn Lauringer. Da ja, müssen wir mal schauen, ne? Wie der sich das so vorstellt alles. Ja. Ansonsten, die ganze Hydrantengeschichte ist eigentlich auch soweit erledigt. Also die Hydranten sind auch alle gesetzt und platziert worden. Mhm, okay. Das sollte auch passen und ich weiß gar nicht, was noch so ansteht. Sind alle Maschinen zurückgefahren worden? Weil beim Landhandel hieß, stand auch unser Minibagger, ne? Um die Leitungen zu legen für die Hydranten. Das ist eine gute Frage. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob der noch dort steht. Ich weiß nicht, ob der Joris noch was gemacht hatte. Aber ich habe auf jeden Fall den Bagger nicht zurückgefahren. Aber das können wir ja nachher mal schauen, ob der noch dort steht. Ja, ich schein. So, gucken Sie mal, hier sind wir schon da. Also es sieht schon wirklich schön aus, ne? Sehr imposant geworden, ja. Wenn Sie das Tor mal aufmachen? Ja, das wäre lieb. Ja. So, durch die kleine Tür passe ich nämlich nicht rein. So, sehr schön. Ja, dann fahren wir hier auch mal auf den Hof von dem Herrn Rotwild. Ich bin ja auch sehr gespannt. Ob der Herr Rotwild, es ist nämlich März und der Rotwild hatte mir gesagt, dass irgendwann im März
soll wohl auch diese Rebengeschichte laufen. Also da soll das wohl losgehen mit den Reben. Genau, ja. Die müssen gesetzt werden noch, ja. Genau, ich weiß gar nicht, ob der jetzt da ist hier. Ich hoffe, der kommt gleich. So auch. Genau, ich kann Ihnen ja schon mal ein bisschen was zeigen. Also wir haben hier hinten die Hallen gebaut. Ne? Hier hat er noch so eine kleine Werkstatt hinbekommen. Das hat er sich gewünscht. Ja, ne, einmal, schon ordentlich. Ja. Genau, einmal zum Fahrzeug umrissen. Dann haben wir hier noch so einen Stall. Einen kleinen. Den wollte er auch haben. Für ein paar Kühe wohl. Oder ich weiß gar nicht genau, was er davor hat. Niedlich. Ja. Ist auch ein schöner Baustil, den der Herr Rotwilder wollte. Das muss man ihm lassen. Also das sieht wirklich alles sehr, sehr schön aus. Aber trotzdem modern hier, ne? Ja. Im Lilly Astronaut hier. Das stimmt. Ansonsten haben wir hier hinten noch eine Mistplatte. Ja. Eine kleine, die wollte er noch haben. Dann haben wir hier noch eine Ausfahrt hier hinten raus. Können wir ja einmal hier hochgehen. Genau, hier hinten auf die Straße geht das. Das ist doch praktisch. Genau, und hier oben, es sieht auch alles schick aus, ne? Der Herr Rotwild, also er hat schon Geschmack. Hier gerade mit dem Zaun und mit den Hecken. Also das, mir gefällt das echt gut. Also ich weiß, wie das hier vorher aussah, ist ja richtig schick geworden jetzt, muss ich sagen. Dass hier gar nichts war vorher, ne? Ja, da war ja alles Feld. Genau. So, dann haben wir hier oben noch einen kleinen Platz. Da hat er zwei Gewächshäuser. Hier wollte wohl noch irgendwas Kleines hinbauen, keine Ahnung. Hiervon ist noch ein Carport mit ein bisschen Solar drauf. Ja. Ne? Zur Eigennutzung für die Stromerzeugung. Und ansonsten, ja, ist das eigentlich schon. Ach, gucken Sie mal, da ist er doch. Ah ja. Perfekt. So. Hast du die Rechnung gekriegt? Die habe ich dir per Mail gesendet an dich. Ja, würde ich gleich nachschauen. Ja. So. Da ist er doch. Hallo, Herr Rotwild. Hallo, Herr Rosenberg. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind, Mensch. Dann hat es ja super geklappt. Sie irritieren mich auch gerade. Oh, Moment, warum? Müssen Sie Helme tragen auf der Baustelle, oder? Ja, es ist wichtig, dass man Helme trägt auf der Baustelle. Ja, aber Motorradhelm? Ah, jetzt erkenne ich sie auch besser. Sehr gut. Ist manchmal besser, wenn man Motorradhelm auf hat. Glauben Sie mir das. Okay. In Waldstätten ist überall Gefahr. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Oh, was haben Sie denn Neues sich angeschafft hier? Ich hatte mit den Herrn Engin gesprochen. Es gibt halt ein Spezialgerät, was mir jetzt, es ist ja März, wir können jetzt endlich die Reben setzen. Mhm. Und da muss das Gestänge gesetzt werden. Und ist es wirklich soweit mit den Reben? Ja. Oh, also super. Ich wollte jetzt zeitnah starten. Und mit dem Gerät lässt es vereinfachen, weil er fährt so eine Art Furche und dann setzt er immer die Stangen rein und dann werden die Seile ja gespannt, die drei Stück, und dann können da die Pflanzen angesetzt werden. Okay, super, das klingt eher vernünftig. Und das vereinfacht das Ganze ein bisschen. Da muss man halt nicht selber jetzt jedes Loch buddeln und die Stange reinprügeln, sondern macht es ein bisschen einfacher auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Dann haben wir eine schlechte Nachricht. Eine schlechte Nachricht. Also für uns gut, für Sie schlecht, Herr Rotwild. Und zwar, ich darf Ihnen etwas überreichen. Okay. Haben Sie das schon bekommen? Ich habe das schon mal bekommen, ja. Ja, Moment, dann machen Sie das mal auf. Und zwar gibt es eine Rechnung für den Sebastian Rotwild. Das sind ja Sie, oder? Ja, es sei denn, es geht um eine Weinflasche, die zu teuer ist. Dann nee, das müsst ihr mit dem Herrn Wartling erklären, das geht mich nichts an. Er hat mir schon erzählt, dass er wohl da irgendwo ins Fettnäpfchen getreten ist. Ja. Also passen Sie auf, wir haben einmal Abriss und Entsorgung, wir haben Aushub der Baugrube, Verlegung der Elektroleitungen, das hat natürlich richtig reingeschlagen, weil das Grundstück nicht erschlossen war. Ja. Wir haben Frischwasser- und Abwasserleitungen, da gilt natürlich das Gleiche. Natürlich. Eine Materiallieferungspauschale, die Bodenplatte haben wir gegossen und für Ihre Gebäude, ne, die hier stehen. Ja, klar. Und dann natürlich einmal die Gebäude errichten an sich. Ja. So, naja, und dann haben wir einen Rechnungsbetrag brutto von 337.357,30 €. Oh, das ist ja noch in dem Rahmen, was ich mir so gehofft habe. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, das ist absolut in Ordnung. Ich meine, für die Größe und das, was hier gemacht und bewegt wurde, ist es, glaube ich, absolut fair. Ich glaube auch. Also fair ist das definitiv. Also das ist, muss man schon sagen, das ist ein sehr guter Preis. Ja, das ist ein Schnäppchen bei den jetzigen Baupreisen. Ja. Ich hatte es viel schlimmer erwartet, deswegen war ich auch erstmal beim Geräteanschaffen sehr, sehr vorsichtig. Sie haben auch Glück gehabt, also Sie haben wirklich noch gute alte Preise gekriegt, wir hatten noch einiges Material auf Lager gehabt und von daher, die danach kommen, die wird es nicht ganz so gut treffen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Das trifft Sie dann auch, ne? Sie bauen ja auch gerade alles neu, ich habe meine alte Scheune schon bei Ihnen gesehen. Ja, ich muss auch schauen, also ich werde sehen, was ich gebraucht bekomme größtenteils und dann so Stück für Stück halt, geht nicht anders, ne? Ja, ist auch besser in dem Moment, ne? Genau. Ansonsten, ja, einmal an den Bauhof überweisen, das Ganze, ne? Das geht an den Bauhof. Direkt.
Und dann haben wir eigentlich hier unser Bauvorhaben soweit abgeschlossen. Wenn sie dann mal noch was Kleines haben, ist das natürlich kein Problem. Nee, dann würde ich mich melden. Also bis jetzt passt ja auch wohl alles. Nur zur Info. Ich war auch mit dem Herrn Weber schon hier. Der hat den Hydrant draußen auch schon abgenommen. Also das ist auch schon alles safe. Ja, okay. Das geht ja an die Gemeinde, ne? Ja, genau. Bauhofgemeinde, genau. Da können sie das einmal überweisen. Und dann passt das. Gut. Herr Rotwild, wir haben ja so nichts weiter. Ich weiß nicht, ob Sie noch irgendwas haben. Sie werden ja bestimmt sich jetzt in die Arbeit stürzen. Ich stürze mich jetzt in die Arbeit. Nee, müsste aber erwiesen sein. Genau. Ja, ist drauf. Schön. Nee, ich würde mich jetzt, ich präpariere das Gerät jetzt, bestücke das und dann, ich fahre jetzt da jetzt zum Weinberg hin, einmal kurz den Boden mal anschauen, wie er den Schnee verkraftet hat. Ja. Nicht, dass er noch zu matschig ist, dass wir das nicht machen können, aber ich hoffe mal, dass es schon trocken war die ganze Zeit, dass es reicht. Ja. Herr Rotwild, soll ich Ihnen was sagen? Gerne. Ich würde mir das ganz gerne auch mal anschauen. Ich kann jede Hälfte an gebrauchen, definitiv. Also Huber jetzt Huber, ja nichts weiter hat, Herr Huber, dann, wenn Sie jetzt so sagen, dann würde ich mir das anschauen, weil ich muss sowieso, Herr Huber, ich muss mich mal ein, zwei Tage ausklinken. Ich muss definitiv auch meine Felder mal jetzt präparieren langsam. Ja, kein Problem. Du hast jetzt gut gemacht für uns hier, hast du schon gut geholfen. Genau, aber wenn das große nächste Bauvorhaben weitergeht, will ich unbedingt dabei sein. Dann sag ich auf jeden Fall Bescheid. Du müsst aber beim LU ist ja noch der Pferdestall, ne? Irgendwann. Ach so, das steht auch noch an, das stimmt, aber der muss ja auch erstmal planiert werden, ne? Ja, eben. Na, das hat doch Zeit ein bisschen. So machen wir das. Alles klar. Perfekt. Das die Provision kommt dann gleich, ne? Die Provision kommt. Oh ja, der Herr Huber, da bin ich gespannt und aufgeregt. Das freut mich sehr. Ja, ich muss mir schon überlegen, wie viel. Ja, alles klar. Sie sehen ja, was hier entstanden ist, ne? Ja. Okay, Herr Huber. Müsste im Laufe des Tages drauf kommen. Okay, super. Ja? Gut, na, dann fahr ich mal weiter. Ich guck mal wegen dem Bagger oben beim Landhandel, ne? Ach so, ja, gucken Sie mal wegen dem Bagger, genau. Und ich helfe dem Herrn Rotwild hier ein bisschen mit und schaue mir das mal ganz kurz an. Und dann geht das auch direkt für mich schon auf die Felder. Genau, wunderbar. Alles klar. Alles klar. Dann einen schönen Tag noch euch. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Huber. Dankeschön. Ja, ciao. Aber, tschüss. Ciao. Ja, Christian. Ja. Sebastian. Nee, wie war's? Sebastian, ne? Sebastian, ja, genau. Ja, genau, Sebastian. Dann würde ich sagen, dann stürzen wir uns in die Arbeit. Da schaue ich mir das mal an hier. Fahren wir runter. Mensch, in Blau, ey. Sieht richtig schick aus. Doch, mach das her, also. Kann man nicht sagen, muss man wirklich. Nee, weil das der Andy das dann so schnell und so besorgen konnte, das war schon super. Ja. Wenn das für sie passt, dann ist das ja eine feine Sache. Ja. Moment. Ich weiß gar nicht, habe ich einen Sitzplatz bei Ihnen zufällig? Oh, das weiß ich gar nicht, wie das jetzt aussieht. Ich guck mal wegen. Was hier? Aus wen ist was angekommen? Ja, es ist was angekommen. Oh, sehr großzügig, Herr Huber. Ich danke Ihnen vielmals. Super. Ich meine gerne. Nee, vielen Dank. Bitte schön, bis zum nächsten Mal. Ja. Da habt ihr jetzt belegt. Aber wenn Sie möchten, da links der Scheune, da stehen so zwei kleine Traktoren, wenn Sie die benutzen möchten. Ja, gerne, komme ich hinterher gefahren. Genau, wir treffen uns am Weinberg dann. Na, bis gleich. So, sehr schön. Ja, das ist doch super. Auch hier. Ja, komm. Wollte ich schon immer mal. Da sehe ich mich. Wollte ich schon immer mal den Super Tigre. Oh, moin. Der geht aber ganz schön ab für seine Größe. Ja, da sehe ich mich ja wirklich. So. Ach, ich finde es klasse. Der Herr Rotwild ist glücklich. Das passt alles soweit. Ist dann eine super Sache. Und hier ist ja wirklich ein wunderschöner Hof entstanden. Mensch, jetzt geht das schon los. Jetzt wird hier schon der Weinberg präpariert. Also das ist ja wirklich eine feine Sache. Da kann man wirklich, da kann man nichts sagen. Finde ich klasse. Ich muss aber auch wirklich zusehen, dass ich auf meine Felder komme. Wir müssen kalken. Wir müssen die Grasfelder jetzt so umlegen und neue Dings. Ach, seht ihr, da wollte ich den Dings nochmal an. Da wollte ich den Dings nochmal anrufen. Moment, in der Gemeinde. Da rufe ich einfach den Bürgermeister nochmal an. Einfach raus. Nein. Ja, Breitenstein. Herr Breitenstein, ich grüße Sie. Hier ist der Ostwien. Hallo. Herr Rosenberg, 2 Minuten bitte nochmal anrufen. Ja, ich bin gerade in einem wichtigen Gespräch. Das mache ich sehr gern, kein Problem. Okay, bis gleich. Rufen Sie mich einfach zurück, wenn Sie fertig sind. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. So. Okay, ich habe gerade noch telefoniert. Alles gut, alles gut. Nee, also Boden macht einen guten Eindruck. pH-Werte stimmen hier auf jeden Fall. Ja, das sieht gut aus, tatsächlich. Also okay. Also dem jetzt nicht im Wege stehen. So, ja, Sie brauchen natürlich auch gut geländegängige Fahrzeuge, ne? Das ist mein Problem. Ich habe damals einen John Deere gehabt, den habe ich dann in so einem Tauschgeschäft gegen ein Gespann, gegen den Fendt getauscht. Aber das habe ich schon so ein bisschen bereut. Gerade mit dem Kalkstrahl hatte ich echt zu kämpfen. Mhm.
Aber ich muss jetzt die ganze Bauphase abwarten und will jetzt erstmal dann die Reben setzen, um zu gucken, was jetzt nicht überbleibt, damit man dann dementsprechend investieren kann. Ja. Haben Sie sich denn schon was überlegt, Herr Rotwild, wegen der Weiterverarbeitung von dem Wein? Wir hatten uns da ja schon mal unterhalten. Wenn das für Sie noch aktuell ist, kann man da ja nochmal ins tiefere Gespräch gehen. Also ich gehe davon aus, dass es bei mir noch nicht reichen wird, dass ich jetzt sagen kann, ich baue mir jetzt eine eigene Kälterei in den Hof. Das haben wir direkt bei den ersten Ideen schon mal außen vor gelassen. Ja. Deswegen bin ich erstmal auf dem Standpunkt, ich würde es ganz gerne natürlich hier regional verarbeiten lassen, weil es soll ja auch dann regional beworben werden. Also wenn Sie da weiter Interesse haben und auch die Möglichkeiten haben, würde ich auf jeden Fall, ich komme auf jeden Fall als allererstes darauf zurückgreifen wollen, klar. Also ich habe mir schon einen kleinen Maschinenpark aufgebaut, der ist auch bezahlt soweit, und ich habe meine Felder, ich kriege nochmal Pachtfelder dazu, der Bauhof läuft gut, also ich kann mich nicht beschweren, ich bin gut angekommen hier in Waldstätten, und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe wirklich Lust, noch ein bisschen zu investieren und mich da neue Geschäftspartner auch zu finden. Also wenn Sie sagen, Mensch, mit dem Oswin kann ich mir vorstellen, so eine Kälterei gemeinsam zu betreiben, dann bin ich der richtige Mann dafür. Nein, definitiv. Also da ist Hilfe, bin ich bei jeder helfenden Hand auch glücklich, weil wenn ich es natürlich erstmal weitergeben kann, gerade zu Anfang, weil ich erstmal schauen wollte, wie der Ertrag jetzt hier an diesem Hang ist, und sind im Überlegen, vielleicht noch ein Feld weiter zu nutzen, ja, wenn es sich gut macht. Klar, und dann wird es eh in mehrere Bereiche geben. Sekt, Wein, Champagner kann man sogar ganz am Ende mal versuchen, sich daran zu trauen. Oh Wahnsinn, das ist aber schon, da kennen Sie sich aber aus, das sage ich Ihnen. Ja, nein, ach, die Akquise gebe ich Ihnen natürlich, logisch. Also da würde ich auch mithelfen oder mit investieren in den jeweiligen notwendigen Behältnissen und Kälterei-Maschinen. Ja. Wichtig. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, wir haben, also aktuell haben wir im Angebot, im Katalog schon eine Traubenverarbeitung. Ja. Die ist aktuell schon da, aber wegen der anderen Sachen müssen wir mal schauen, dass wir das in den Katalog auch reinbekommen. Das würde ich auch sagen, ne? Weil Trauben, sagt klar, kann man als Nebenprodukt machen. Das läuft bei, also früher bei uns an dem Weingut auch nicht, ja, so schlecht funktioniert, aber natürlich, die meisten Leute wollen natürlich dann lieber einen schönen Wein haben. Ja. Ne? Aber das verstehe da hatte ich auch schon ein bisschen. Ich glaube, der Herr Reingrub ist wohl auch recht affin, weil er erzählte mir schon am Landhandel, dass er schon einiges an Produktion jetzt geändert hat für sich oder neu angeleiert hat. Ja. Da werde ich auf jeden Fall mal schauen. Ich werde mal mit dem Herrn Huber sprechen, dass wir da definitiv einen Bauplan bekommen, sozusagen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, na gut. Also bin ich immer gerne dabei, gerade jetzt zu Anfang, weil ich würde mich auch nicht in Investitionen überstürzen wollen. Das bringt auch nichts, wenn ich jetzt hier den Grundstein gelegt habe und jetzt dann nachher in der Kälterei dann scheitere. Das wäre ja auch nichts, weil ich habe noch ein paar Felder, die ich dann bewirtschaften möchte, auch wie beim Kuhstall. Dann lass es uns so machen. Ich kümmere mich um den Bauplan. Ja. Und sag ihm Bescheid und sag ihm dann auch schnellstmöglich Bescheid, was für Investitionskosten auf uns zukommen, und dann lass es uns das Ganze gemeinsam betreiben. Ja, das ist eine gute Idee. Also würde ich einschlagen. Finde ich klasse. Dann lass es uns einschlagen. Ja, machen wir. Halt mal fest. Perfekt. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, so. Schafft so lange. Na, dann hauen Sie mal hier die Weinreben rein. Ja, das nicht, aber es ist erstmal nur quasi so den Grundstock zu setzen. Ja. Feine Sache auf jeden Fall. Ja, es erleichtert einiges. Also früher hat man es in der Hand gemacht, jetzt ist es natürlich mit so einer Maschine natürlich ein bisschen einfacher. Ja. Vorsicht. Eieiei, also da muss man aber Mut haben an so einem Berg. Also das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja, es ist wirklich nicht ohne. Und der Traktor muss zu kämpfen dabei. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, sie ziehen da jetzt quasi die Fürschen und dann werden die Stöcke. Genau, setzt dann die Stöcke und da werden dann nachher, also später, drei Seile gezogen für die jeweiligen Wachstumsstufen. Ja. Und dann werden die Pflanzen immer gebunden, also zur Seite weggebogen, damit sie besser Luft kriegen, um wenig Fäule ran, also dass keine Fäule rankommt. Ja. Und halt immer freischneiden, dass halt viel Sonne drauf kommt, damit die dann gut im Saft stehen, nicht drauf. Okay, und dann irgendwann werden die natürlich auch geerntet. Genau, dann werden die mit dem Vollernter in der Regel, im Hand macht hier keinen Sinn, dafür ist der Hang nicht steil genug. Ja. Dem Vollernter werden sie quasi ja so geknüppelt. Die werden ja von dem Stickel, heißt es, ja runtergeschlagen. Ah, okay. Sehr, sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist so eine richtige Wissenschaft mittlerweile geworden. Kann man auch viel verkehrt machen. Okay, ja super. Herr Rotwild, sehr, sehr interessant. Ich danke Ihnen vielmals für diese Aufklärung. Ich muss mal noch ein, zwei Telefonate führen. Ja, klar. Dann wäre ich direkt für Sie da. Alles gut, alles gut. Ja.
Gut, bis dann gleich. Ja, tschüss. So. Schauen, ob der Bürgermeister jetzt Zeit hat. Ah, es ist schon interessant hier mit dem Breitenstein, Rhein, muss ich sagen. Hallo. Herr Breitenstein, ich grüße Sie, der aus Wien hier. Haben Sie Zeit? Hallo, Rosenberg. Ja, jetzt habe ich wieder Zeit, ja. Genau. Das ganze Schneechaos ist ja jetzt in der Stadt beseitigt, Gott sei Dank. Ja, ey. Sehr schön, haben Sie sehr gut gemacht. Ah, super. Lob und Anerkennung einfach. Dankeschön, das ist lieb, das höre ich sehr, sehr gerne von Ihnen. Ansonsten wollte ich noch mal nachfragen, wir könnten die Felderpacht jetzt hier gerne über die Bühne bringen, wenn das für Sie okay wäre. Ja. Könnten Sie mir noch mal sagen, um welche Felder es sich jetzt genau handelt? Aber das hatten wir doch schon alles. Ja, das stimmt natürlich. War das die 142? Nee. Also, nochmal zum Mitschreiben. Ja. 145, 46, 47, 48. Ach, die da direkt. Okay, verstehe. Genau, dieses Vierer-Kombi da. So, und was ich noch gesagt hatte, da das natürlich ein sehr weiter Weg ist immer wieder, weil sie müssen ja so einen übelsten Bogen fahren, dass man vielleicht mit dem Bauamt mal drüber redet, dass man oberhalb der Traumverarbeitungsanlage da ist so ein kleines Waldstück. Ja, ob ja. man da einen Feldweg durchziehen kann oder so, wenn da nichts im Weg ist, was stört oder was beeinträchtigt wird, flora, fauna technisch. Okay, weil super. Dann haben sie einen kurzen Weg und können dann von Feld zu Feld hüpfen, sage ich jetzt mal. Ja, das wäre super. Dann müssen sie auch nicht viel Kraftstoff und sowas brauchen. Wie gesagt, das genau. macht keinen Sinn. Dann würde ich jetzt Folgendes machen, dann würde ich mich in die Feldarbeit stürzen und würde, ja. und würde der dort... Der Jänner ist schon März. Ja, und würde dort die Felder umlegen, würde einmal ansehen. Also was sie machen, ist mir relativ egal, Hauptsache es kommt was bei rum. Okay, super. So machen wir das. Wie geht's denn Ihrem Hof? Haben Sie sich schon irgendwie eingerichtet? Ja, also aktuell habe ich einen Traktor schon gekauft, habe also einen ein bisschen was Leistungsstärkeres, und zwar einen Kubota M7. Ach, schön. Ich habe aktuell noch einen Fendt als Vorführer von dem Herrn Fiedler. Ja. Und ich habe einen alten Mähdrescher erworben von der Frau Krohn. Ach, von unserer Bäckerin. Ja, genau. Von der Frau Krohn einen alten Mähdrescher erworben. Und ja, das heißt, ich bin erstmal ganz gut ausgerüstet. Mein Unimog habe ich ja auch noch. Ich werde jetzt mal noch einen Anhänger mir zulegen, was schick ist. Ja. Und dann geht das auch schon los. Und Ihr Grundstück, haben Sie da schon groß was gemacht? Ich bin da noch nicht wieder vorbeigekommen. Ich weiß gerade nicht, wie das aussieht. Also da ist soweit alles planiert, alles fertig gemacht. Es ist eine Halle, die habe ich dem Herrn Rotwild abgekauft. Eine gebrauchte Fahrzeughalle steht da jetzt erstmal. Und ansonsten sind wir noch weiter am Plan. Bauhof hat auch sehr, sehr hohe Auslastung. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe gesehen, der Rotwild hat sich ja auch was Neues hingesetzt. Genau, das haben wir auch wir gebaut. Sehr schön aus, ja, schön. Super. Dann danke ich Ihnen vielmals, Herr Breitenstein, und sagen Sie mir dann einfach wegen der Felderpacht nochmal Bescheid, ne? Genau, das mache ich. Danke Ihnen, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. So, dann rufen wir doch jetzt direkt mal noch beim Fahrzeughändler mal durch. Hallo? Ja, guten Tag, jetzt Eduard Engin. Ja, ich grüße Sie, hier ist der Oswald Rosenberg. Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage. Haben Sie eine Sämaschine? Also eine ganz normale Sätechnik? Und einen Anhänger im Angebot zufällig? Ich bin gerade im Angebot und tatsächlich nein. Okay, super. Das klappt ja. Dann machen Sie mir doch mal ein Angebot für einen Anhänger und eine Sämaschine. Das ist tatsächlich was ich mir ganz gerne noch anschaffen würde. Ja. Ne, rufen Sie mich einfach an, wenn Sie es fertig haben. No? Was haben Sie denn für Fahrzeuge? Sie hatten den Kubota. M7. Den 7er, ne? Ja, M7. Also, ja, so Pöttinger, naja, das wird schon schwierig. Ja. Suchen Sie einfach was raus, was auf die Leistung passt, und dann taugt mir das. Wenn Sie haben, nehme ich auch direkt Saat. Ja, genau. Ne, ich würde auch gleich noch mitbestellen, was zum Festwalzen nach der Saat. Ja. Wenn Sie vielleicht noch eine Walze hätten und ansonsten... Wir haben auf jeden Fall eine Walze im Eigen... Wie nennt man das? Also, ich habe selber eine Walze zu Hause stehen in meinem Lager. Die könnten wir auch vielleicht mal ausleihen dann. Dann würde ich die auf jeden Fall mal testen. Das wäre schlechte Sache. Gut, dann danke ich Ihnen vielmals, ne? Ja, gerne. Tschüss. Ciao.
So, sehr gut. Dann schauen wir mal, was wir da für ein Angebot kriegen. Im Großen und Ganzen sind wir was mal durch. Vielen Dank, meine Lieben, fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss und ciao.